Das Ruhrgebiet. 5 Millionen Menschen auf engstem Raum. Unter ihnen ein Bergbaulabyrinth. Zehntausende Kilometer, zum Teil völlig unbekannt. Ganze Landschaften sind abgesackt. Bis in alle Ewigkeit muss gepumpt werden. Sonst? Wie sicher ist der Boden unter unseren Füßen? Welchen Preis fordern Jahrhunderte Bergbau, wenn die letzte Zeche schließt? Dortmund. Sitz der Behörde, die den Überblick behalten muss. Über alles, was sich unter Tage abspielt. Einst war es möglich, unterirdisch einmal ganz unter dem Ruhrgebiet hindurchzulaufen. Bis an den Niederrhein. Hunderte Zechen haben das gesamte Revier unterhöhlt. Im Süden, wo der Kohleabbau einmal begann, kann plötzlich die Erde nachgeben, weil darunter ein alter Schacht oder Stollen einbricht. Tagesbruch heißt das dann. Es wäre gut zu wissen, wo genau das passieren kann. Dafür gibt es im Alten Bergamt ein eigenes Dezernat. Mein Name ist Peter Hogrebe. Ich bin Dezernent für die operative Gefahrenabwehr beim Land Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen ist in den letzten 200-300 Jahren hier umfangreicher Bergbau umgegangen. Unter anderem auch Bergbau, der dicht unter der Tagesoberfläche hergegangen ist. Dieser Bergbau neigt auch heute noch zu Durchbrüchen an der Tagesoberfläche. Dann hat man ein Loch und das sind die Stellen, die wir bearbeiten. Im Keller des Alten Bergamtes liegt ein gut gehüteter Schatz. Also hier in unserem Archiv liegen so um die 130.000 von solchen oder ähnlichen Grubenbildern. Und diese stellen im Grunde genommen das Gedächtnis des gesamten Bergbaus in Nordrhein-Westfalen dar. Die alten Grubenrisse hier, die zeigen uns natürlich schon die Bereiche auf, die zunächst mal abgebaut worden sind. Wir können dann hieran zum Teil erkennen, ob diese Abbaue für die Tagesoberfläche, wir sagen einwirkungsrelevant, ob die eine Gefährdung darstellen. Und wir können uns anhand dieser Karten natürlich auch um die Ausdehnung dieser möglichen gefährdeten Bereiche schon mal erste Informationen darüber verschaffen. Was Sie daraus erkennen, ist, dass das hier ganz viel mit Erfahrung zu tun hat. Und seine Erfahrung sagt ihm, im Herzen von Dortmund gibt es einen Ort, der in Stoßzeiten von tausenden Menschen besucht wird und an dem jederzeit die Erde nachgeben kann. Wir sind hier wenige Meter östlich des Westfalenstadions im Parkplatzbereich. Und dann ist auch betroffen eine Eisenbahnlinie Dortmund-Soest-Eisenbahn, die sie hier schon in den uralten Karten gekennzeichnet wurde. Gleich daneben das Westfalenstadion. Darunter sieht es so aus. Die alten Karten übereinander gelegt und miteinander verbunden ergeben dieses Gebilde. Rund 200 Kilometer Stollen und Schächte, bis in eine Tiefe von 200 Metern. Und das ist nur ein winziger Ausschnitt aus dem Untergrund des Ruhrgebiets. Weit darunter befindet sich noch der moderne Bergbau. Und rundherum weitere Stollen, die nirgendwo eingezeichnet sind. Aus Zeiten, als noch nichts kartiert wurde. Sie können jederzeit einstürzen. Mit Hilfe dieser Bohrer sollen diese Uraltstollen gefunden und anschließend verfüllt werden. Die Geologie ist sicherlich nicht so brisant, dass diese Tagesbrüche 20 Meter tief sein können. Aber auch 2, 3, 4 Meter tiefe Brüche könnten dort passieren. Dort ist extremer Busverkehr bei den Messen, bei den Fußballspielen. Und es kann schon zu gehörigen Schäden kommen. Das ist dann letztendlich eine Arbeit, die irgendwo im Verborgenen bleibt. Der Erfolg zeigt sich dadurch nur, dass zukünftig und auf die Generation gesehen dort nichts mehr passiert. Wir haben also insgesamt
über 500, 600 Löcher hier auf dem Gelände schon gebohrt. Und wir haben auch noch einiges vor uns. Also, das wird noch. Aus diesem Silo wird Magerbeton in die Tiefe gepumpt. Über 200 LKW-Ladungen bis jetzt. Das ist hier eine beispielhafte Baustelle, die flächenmäßig natürlich sehr groß ist. Aber wir haben alleine bei uns derzeit mehr als 20 Baustellen hier in Nordrhein-Westfalen in ähnlicher Art und Weise laufen, wo Altbergbau erkundet und gesichert wird. Zeche Pluto in Herne. Trainingsgelände für die Grubenwehr. Solange es untertägige Gewinnungsbetriebe gibt von mineralischen Rohstoffen, muss eine Grubenwehr vorgehalten sein. Mein Name ist Jörg Tuschmann und ich bin bei der Bezirksregierung Arnsberg Bergdirektor. Ich betrachte die tiefen Grubengebäude, den tiefen Bergbau. Den modernen Bergbau, der jetzt abgewickelt wird. Er muss aufpassen, dass dabei an alles gedacht wird. Ja, Glück auf, Tuschmann von der Bezirksregierung Arnsberg. Wenn Sie einmal das Tor aufmachen würden. Das ehemalige Bergwerkhaus Aden befindet sich ja im Rückzug. Und im Zuge des Rückzuges haben wir verschiedenste Dinge zu kontrollieren. Dass die Grube vom Grundsatz her von allen wasser- und umweltgefährdenden Stoffen freigeräumt wurde. Und diese Kontrollaufgaben, die nehme ich dann wahr. Das Bergwerk gehört zum Untertageimperium der RAG Aktiengesellschaft. Gesundheit. Hier unten wäre normalerweise alles voller Grundwasser, Grubenwasser. Damit Bergleute hier überhaupt arbeiten können, wird es abgepumpt. Seit Jahrzehnten schon, rund um die Uhr, im ganzen Revier. Das kostet eine Menge Geld. Diese Pumpen sollen bald abgestellt werden. Derzeit wird das Wasser ungefähr aus einer Tiefe von minus 69 Metern gepumpt. Ziel ist es, in einem ersten Schritt einen Grubenwasseranstieg auf minus 600 Meter zuzulassen. Das heißt, sie werden bis minus 600 Meter in N wird hier alles voller Wasser sein. In den Schächten und Stollen aber gibt es zahlreiche Hinterlassenschaften, die das Trinkwasser des Ruhrgebiets gefährden können. Es gab eine Zeit, als auf drei Bergwerken an der Ruhr Rückstände aus der Müllverbrennung eingebracht wurden. Zudem wurden im Bergbau jahrzehntelang PCB-haltige Hydrauliköle benutzt. PCB ist hochgiftig. Reste davon befinden sich immer noch hier unten. Was geschieht, wenn all das wieder mit Grundwasser geflutet wird? Uns ist wichtig, dass wir alles tun, um den Schutz der Menschen, den Schutz der Oberfläche, der Gewässer sicherzustellen. Wie wirkt sich möglicherweise PCB im Zuge des Flutungsprozesses auf die Oberflächengewässer aus? Auf Flüsse und Seen. Das Bergwerk einfach volllaufen lassen, zu riskant. Zunächst sollen nur die unterirdischen Pumpen abgestellt werden. Das aus für den letzten Bergmann. Noch arbeiten hier 60 Leute, die den Betrieb der Wasserhaltung hier quasi bis zum letzten Tag aufrechterhalten müssen. Und das ist dann später auch hinfällig. Die brauchen wir dann nicht mehr. Das spart insofern eine Menge Geld, eben resultierend aus der Tatsache, dass wir hier keine Grubenleute mehr und keine Arbeiten in der Grube selber mehr vornehmen müssen. Da wird niemals mehr einer runterkommen. Das ist in der Tat so. Kein Zugang mehr für alle Zeiten. Weiter oben aber muss dann immer noch gepumpt werden. Durch solche Röhren. In sie werden riesige Tauchpumpen hinabgelassen. Denn das Grubenwasser darf nur bis zu einer bestimmten Tiefe ansteigen. Sonst könnte es in die Erdschichten eindringen, aus denen für das gesamte Ruhrgebiet das Trinkwasser gewonnen wird. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen sicherlich einhängen. Ja, ja, da müssen wir gucken. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wasser ist noch nicht da. Das wird der Prognose nach Ende des Jahres erwartet. Ja. Das sind ordentliche Kaliber. Und ich behaupte mal, die sind auch von dieser Bauart hier einzigartig in der Welt. Das ist eine tolle Technik. Absolut, ja. Solche Pumpen sollen bis in alle Ewigkeit laufen und das Grubenwasser in Flüsse leiten. Bis in alle Ewigkeit wird das Geld kosten. Ewigkeitslasten. Wenn weniger gepumpt wird, steigt das Grubenwasser. Aber es wird billiger.
Das ist die Logik der RAG Wasserhaltung. Wir können die Pumpen zentral von hier steuern. Im Prinzip ist das hier das steuerungstechnische Hauptorgan der Wasserhaltung. Sämtliche betriebstechnischen Daten, Kennwerte, Wasserstände und so weiter laufen hier zentral zusammen. Das Problem? Schon heute belastet das Grubenwasser die Flüsse. Schon heute enthält es Schadstoffe, darunter das giftige PCB. Die Befürchtung, wenn jetzt der tiefe Bergbau geflutet wird, könnten auch die PCB-Werte in den Flüssen steigen. Mein Name ist Markus Roth, bin Bereichsleiter Grubenwasserhaltung Planung bei der RAG Aktiengesellschaft. Durch die öffentliche Diskussion zum Thema PCB wurden auch im Vorfeld umfangreiche Messprogramme aufgelegt, die nachweisen, dass wir in geringen Mengen mit dem Grubenwasser auch PCB an die Tagesoberfläche bringen. Da sind aber sehr geringe Mengen als solches. Es ist absolut verboten, PCB in die Umwelt zu bringen. Sie können kein PCB über einen Schornstein entsorgen. Sie dürfen kein PCB irgendwo einleiten. Und wir haben jetzt die makabre Situation, dass der frühere Bergbautreibende RAG 20.000 Tonnen willentlich entsorgt hat. Wir reden von 20.000 Tonnen PCB-haltigen Hydrauliköden, die aus Kostengründen unter Tage gelassen wurden, anstelle sie ordentlich zu entsorgen. Mein Name ist Harald Friedrich. Ich bin tätig im beratenden Umweltbereich und insbesondere dort in den Fragen der Wasserwirtschaft. Das PCB gehört zu dem dreckigen Dutzend der Substanzen auf der Welt, die weltweit geächtet sind. 20.000 Tonnen, die sind dort unten. Sie werden, wenn das Wasser ansteigt, mobilisiert werden. Und sie werden natürlich die Biosphäre bedrohen. Wie hoch ist diese Gefahr? Und kann etwas dagegen unternommen werden? Mein Name ist Christian Melchers. Ich bin Professor für Nachbergbau an der Technischen Hochschule in Bochum. Es wird ja zurzeit sehr kontrovers diskutiert, welche potenziellen Schadstoffe mit dem ansteigenden Grubenwasser ausgetragen werden können. Und wir machen uns natürlich auch diese Sorgen. Wir dürfen aber nicht vor dieser Gefahr, vor dieser Sorge erstarren, sondern wir müssen doch uns befähigen, Lösungen zu erarbeiten. Woher genau kommt das Wasser, wenn die Pumpen abgestellt werden? Einen Kilometer unter der Erdoberfläche. Dieser Wasserdamm hier hat oben zwei Berstscheiben. Wenn der Wasserdruck hoch genug ist, dann werden die Bersten und das Grubenwasser wird hier in die Strecke eintreten und wird sich ganz langsam hier in der Strecke bewegen und wird diese Strecke sukzessive füllen, ja, bis sie überstaut ist. Und dann wird sie über die Schächte in die nächste Strecke übertreten. Menschen sind hier dann nicht mehr, aber Sonden aus der Tiefseeforschung. Die Sonden, die wir hier verbaut haben, die können Fließgeschwindigkeit und Fließrichtung messen. Das heißt, wir wissen an jeder Stelle, wie bewegt sich das Grubenwasser, auf welchem Stand ist das Grubenwasser, was hat es für eine Temperatur. Und damit sind wir erstmals befähigt, den Grubenwasseranstieg flächig in dem Grubengebäude zu monitoren. Wir versprechen uns viel davon. So eine Datenvielfalt hat es noch nie gegeben. Und das ist wissenschaftlich von großem Wert. Wissenschaft soll helfen, Geld zu sparen. Wir gehen davon aus, dass uns die Ewigkeitsaufgaben in Summe 220 Millionen Euro kosten pro Jahr. Und das bis in alle Ewigkeit. Die höchsten Kosten entfallen auf das Pumpen von Grubenwasser. In der Tat macht es Sinn zu sagen, da wo keine Notwendigkeit mehr besteht, das Grubenwasser zu pumpen, lassen wir es kontrolliert ansteigen. Das ist ein natürlicher Prozess. Wir schalten die Pumpen ab und das Grubenwasser steigt natürlich an. Mit dem Ende des Bergbaus beginnt die große Stunde eines ganz eigenen Wissenschaftszweigs. Nachbergbau. An der Technischen Hochschule Georg Agricola in Bochum. Für uns fängt die Arbeit erst richtig an, wenn der Bergbau geht. Unsere Studenten studieren Nachbergbau und beschäftigen sich mit all den Themen, die nach dem Bergbau bleiben. Und das sind ganz prominent die Ewigkeitsaufgaben. Wenn wir im Sinne zukünftiger Generationen denken, dann ist es unsere Aufgabe, ja unsere Verpflichtung, zukünftig einen Wasserhaushalt zu generieren, der sich weitestgehend selbst reguliert. Denn es wäre billiger, nicht bis in alle Ewigkeit pumpen zu müssen.
wie hoch soll das Grubenwasser steigen, damit ich diesen ganzen Grubenwasseranstiegsprozess und auch das langfristige Grubenwassermanagement sowohl ökologisch als auch ökonomisch nachhaltig betreibe. Wer zahlt das Pumpen all des Wassers? Wer zahlt die Ewigkeitslasten? Auf dem Gelände der Zeche Zollverein sitzt die RAG Stiftung. Sie wurde einzig dafür gegründet, die niemals endenden Folgen des Bergbaus zu tragen. Hinter dieser Fassade wird ein Vermögen von über 17 Milliarden Euro verwaltet. Ein Großteil davon angelegt in Aktien. Die Erträge dieses Vermögens sollen ewig reichen. Aber wird das ewig gut gehen? Es ist allen Beteiligten klar, dass die Stiftung in der Lage sein muss, die Ewigkeitskosten zu tragen. Das heißt, man wird von vornherein unter Sparsamkeitsgesichtspunkten und nicht unter technisch-moralisch korrekten Aspekten versuchen, eine Regulierung auszuweichen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wo im Untergrund etwas abgebaut wird, dort sagt irgendwann die Erde ab. Er kämpft für all die Menschen, die dadurch geschädigt werden. Ich bin Ulrich Behrens, geschäftsführender Vorstandssprecher des Landesverbandes Bergbau betroffen, NRW. Sein Gegner, die RAG. Die muss für diese Schäden aufkommen. Der Bergbau ist zu Ende, aber die Bergschäden sind nicht zu Ende und die Folgen des Bergbaus sind nicht zu Ende. Also was wir im Ruhrgebiet in Zukunft noch erleben werden, ist ein Desaster, denke ich. Wir haben mit Bergschadensbearbeitung selbst zu tun, also Leute, die Bergschäden in ihren Häusern haben und in der Schadensbearbeitung mit der RAG dann nicht zurechtkommen. Herr Nolde, Sie haben neue Schäden, habe ich gehört. Wenn man hier mit links schaut, im Terrassenbereich. Die Terrasse ist vor 4-5 Jahren mal über die RAG neu gemacht worden. Man sieht auch, wie die Fugen, diese Aufweitung. Ja. Kann man fast den Finger reinstecken, ja? Ja, das. 2009 war der Abbau zu Ende und wir haben jetzt 18, also sind wir schon bei 9 Jahre und man sieht ja an der Hand der Schäden, dass eben nicht die Ruhe einkehrt. Gehen wir mal weiter hier hoch, sieht man es natürlich hier auch ganz deutlich. Ganze das Versätze auch von Zentimeter und mehr. Achso, dieser Höhenversatz auch. Dieser Höhenversatz, genau. Nur bei Herrn Nolde ist das Problem, dass er hier eben so eine Unstetigkeit in der Nähe des Hauses hat und wo die Unstetigkeiten sind, wo also das Erdreich sozusagen nicht mehr homogen ist, sondern sind Verschiebungen in den Erdschichten und dadurch eben auch immer wieder neue Schäden entstehen können. Und diese Schäden anzuerkennen, da tut sich die RAG eben sehr schwer mit. Tut mir leid, aber leider ist es eben so, dass er auf Dauer also mit Bergschäden leben muss. Ne? Dann wendet man sich an die RAG, dann schicken die einen Sachbearbeiter raus. Und mit denen diskutiert man dann die ganze Problematik durch. Das ist sehr zäh. Das geht über Jahre, wenn man es bis zum Erfolg haben will. Weil die RAG grundsätzlich erstmal zu 90% oder 99% erstmal verneint und sagt, das sind Setzungsschäden, das sind Baumängel, das sind alle möglichen Schäden. Nur eben kein Bergschaden. Die RAG sagt, Bergschäden sind keine Last für die Ewigkeit, weil sie irgendwann aufhören. Aber so lange werden sie bezahlt. Mein Name ist Stefan Hager, ich bin Direktor des Servicebereichs Standort und Geodienst und da bei der RAG für Bergschäden zuständig. Nach Abbauende klingen die Bodenbewegungen relativ schnell ab. Wir sagen in der Regel nach 2 bis 5 Jahren ist die Bodenbewegung so weit abgeklungen, dass keine neuen Schäden verursacht werden. Von diesem Zeitpunkt an werden quasi entstandene Schäden noch reguliert. Das ist kein Problem. In der Regel geht dann aber auch das Schadensvolumen deutlich zurück. Derzeit gibt die RAG Achsengesellschaft in der Größenordnung zwischen 120 und 160 Millionen Euro aus für Bergschadensmaßnahmen, die man jetzt nicht zu den Dauerlasten, also sprich zu den Ewigkeitslasten, zählen würde. Wir liegen derzeit bei etwa 23.000 Schadensmeldungen im Bereich der RAG Aktiengesellschaft. In der Regel kommen weniger als 1% zur Schlichtung oder vor Gericht. Die Mehrheit scheint also zufrieden oder gibt klein bei. Aber nicht Klaus Nolde. Ich will es wissen. Ich will auch tatsächlich wissen, was passiert mit meinem Grundstück. Wer nichts macht, bekommt auch nichts. Weil es wird garantiert die RAG nicht bei einem anklopfen und sagen, jetzt wollen wir mal gucken, was sie für Schäden haben. Das wird keiner tun. Herr Nolde hat unter seinem Rasen dutzende Messpunkte installieren lassen. Die suchen die beiden.
Die Messpunkte sollen dem Konzern beweisen, auch 9 Jahre nach Ende des Bergbaus sackt sein Grundstück immer noch ab. Der Lageplan der einzelnen Messpunkte. Man kann anhand dieses Plans sich den ersten Punkt ausmessen und von da aus dann natürlich immer zu den weiteren Punkten dann die Position finden. Das sind 25 sein. Ja, da ist er. Ah, da ist er. Da ist er. Endlich mal dran. Jeder Messpunkt hat natürlich seine eigene Charakteristik. Ich habe ja wirklich diese ungleichmäßigen Absenkung an jeden einzelnen verschiedenen Messpunkten. Dadurch habe ich auch diese Schäden, weil ich sage mal, wenn ich etwas gleichmäßig absenke, passiert ja nicht viel. Speziell auf meinem Grundstück sich noch Bewegungen an der Tagesoberfläche ergeben, die durch diesen untertägigen Bergbau verursacht wurden. Und das ist mein Kampf gegen die RAG. Sie können ja noch mal da, treten Sie mal da drauf, auf das Messband. Ich ziehe das mal stramm. Nee, Sie bleiben so, ja, das geht, glaube ich schon. Also hier sieht man jetzt ganz deutlich, dass es sich so um die 15 bis 20 Zentimeter handelt, schon mit diesen relativ primitiven Methoden, um die sich das Erdreich hier in der Mitte abgesenkt hat. Schuld ist der moderne Bergbau. Aber Kohle abgebaut wurde im Ruhrgebiet über Jahrhunderte. In diesem Waldstück liegt ein Stollensystem, dessen Anfänge zurückreichen bis ins 16. Jahrhundert. Hobbyforscher haben es erkundet und erstmals vermessen. Peter Hochrebe will sich das angucken. Ob sie dort unten weitermachen dürfen, muss der Mann von der Bezirksregierung heute entscheiden. Sie würden dann hierher gehen, bis zum Bremsbergfuß. Dann müssen Sie sich entscheiden, ob Sie bis hier oben raufgehen, zu diesem Streb. Das Bergwerkkraft Wittekind ist ein Musterbeispiel eigentlich dafür, wie es an vielen anderen Stellen hier im Ruhrrevier auch ausgesehen hat. Letztendlich sagt der Bergmann vor der Hacke, es ist duster. Wir haben kartografische Darstellungen von sehr, sehr vielen Bergbau, der betrieben worden ist. Wir wissen aber auch genau um die Lücken, die dort sind. So. Es sind genau solche Stollen, die über Tage Löcher reißen, wenn sie einbrechen. Wir haben also ungefähr 14 Meter Gestein über uns. Sie sind jetzt hier in einem Bergschaden. Können sich also ansehen, was also einige Leute ziemlich ärgert, die darüber wohnen. Und wenn dann so ein Haus kaputt geht, das ist natürlich schon ein Einschnitt ins Leben. Wir haben das hier gesichert. Die Bergemauern sind neu. Und danach ist das Ganze so 80 cm hoch. Hier unsere Kollegen, die rutschen jetzt 30 Meter hier in diesem Förderberg herunter. In ihrer Freizeit haben die Bergbauenthusiasten Stück für Stück die alten Stollen freigelegt und hoffentlich ordentlich abgesichert. Gut. Irgendwie wollen wir also das Erbe des Ruhrgebiets so ein bisschen bewahren. Denn hier hat es ja angefangen. Hier ist der vorindustrielle Bergbau. Also das hier ist mein Hobby. Ich arbeite jetzt hier seit 1986 und wir sind hier praktisch jeden Samstag in unterschiedlicher Gruppenstärke. Es kommt nicht oft vor, dass der Mann vom Amt durch Löcher kriecht, in die er sonst Magerbeton einfüllen lässt. Aber gut gearbeitet. Er erteilt den amtlichen Segen und blickt demütig zurück. Aus heutiger Sicht denkt man sich auch, das war eine Knochenarbeit damals für die Bergleute. In diesen geringmächtigen Flözen mit den wirklich auch engen Stollen- und Streckensystemen. Es ist aus heutiger Sicht für mich irgendwie auch unfassbar, dass diese Art Bergwerk weit verbreitet hier im Ruhrgebiet war. Der Feind des Bergmanns war stets das Wasser. Früher, als der Bergbau noch nahe an der Oberfläche lag, wurde es durch sogenannte Erbstollen abgeleitet. Ja, das geht ja weiter. Wo führt dieser Erbstollen hin? Das wissen wir noch nicht so genau. Da sind Abzweigungen, die in unseren Karten nicht eingezeichnet sind. Da sind wir sehr neugierig, was da kommt. Die alten Erbstollen sind marode. Hier ist ein Stück eingestürzt. Am Stolleneingang untersucht Professor Melchers mit seinen Studenten die Qualität des Wassers aus dem Stollen. Wir haben ein Forschungsvorhaben, in dem haben wir inzwischen über 100 dieser wasserführenden Stollen allein
im Ruhrtal befahren und kartiert. Wir kennen die Qualität und Quantität dieser Wässer, die aus diesen Stollen kommt. Die sind nicht besorgniserregend, haben keine Schwermetalle oder Arsen. Wir haben 470, 476, also keine 500 Mikrosiemens. Ist charakteristisch für oberflächennahes Grundwasser. Wie groß der Bereich ist, der durch diese Erbstollen entwässert wird, ist in vielen Fällen nicht wirklich klar. Diese Erbstollen müssen auch auf Dauer in der Lage sein, das Wasser abzuführen. Wenn nicht, würde das Wasser sich nämlich andere Wege suchen. In Zukunft ist das zentraler Gegenstand unserer Forschung, diese Systeme besser zu verstehen. Nämlich ein Monitoring-System für diese Wasserlösestollen aufzubauen, indem man den Abfluss aus diesen Wasserlösestollen kontinuierlich überwacht. Jederzeit kann etwas einstürzen, zusammenbrechen, abrutschen. Ein mit Schutt verfüllter Schacht unter diesem Gullideckel. Viel mehr ist davon nicht übergeblieben vom Schacht. Das ist eine Tagesöffnung, eine ehemalige Tagesöffnung vom Bergbau. Hier ging es eins sehr tief runter in die Lagerstätte. Der ist verfüllt worden. Wir gehen davon aus, dass wir allein in Bochum über 2.500 Tagesöffnungen haben. Im südlichen Revier über 14.000 Tagesöffnungen. Und diese Tagesöffnungen gilt es permanent zu überwachen. Die Idee ist eine ganz einfache. Wir bedienen uns in diesem Fall einem Seilzugschalter. Der wird hier auf die Füllsäule gelegt. Solange die Füllsäule da ist, wo sie ist, ist alles gut. Sobald sie sich bewegt, bewegt sich der Seilzugschalter und wir kriegen eine Information darüber. Es ist ja gut zu wissen, wenn plötzlich unter dem Gullideckel wieder ein Abgrund klafft, weil die Füllung weggerutscht ist. Messen, beobachten. Im Wasser, zu Lande und in Zukunft auch aus dem Weltall. Wir suchen jemanden, der uns von oben auf die Region schaut. Der Bergbau hat eine Vielzahl von Spuren hinterlassen, die wir aber dauerhaft beobachten wollen, die wir besser verstehen wollen und die wir kontrollieren wollen. Und da haben wir die Hoffnung, dass die Satelliten für uns diese Aufgabe übernehmen. Sentinel-1 hat den Vorteil, der schafft, wie du hier siehst, sehr, sehr schnell ein komplettes Erdbild. Also wir hätten auch das gesamte Ruhrgebiet alle 6 Tage abgedeckt. Erdbewegungen kann der Satellit sogar im Millimeterbereich erfassen. Das wäre eine große Hilfe. Wo senkt sich der Boden ab? Wo ist mit Tagesbrüchen zu rechnen? Wo muss Alarm geschlagen werden? Ja, also das ist sicherlich was, was zukunftsweisend wäre. Spannende Mission. Ganz ohne Satellit wurden die Bewohner dieser Häuserzeile in Kamp-Lindfort stutzig. Also selbst wenn man sie ganz ruhig hinlegt, ne, würde sie dann fängt sie sofort an, anfangen zu räumen, genau. Sich zu bewegen. Ne? Auch die ganzen Regale sind eigentlich mehr Pi mal Daumen aufgehängt als mit der Wasserwaage, weil alles, was mit der Wasserwaage in Längsrichtung aufgehängt ist, wirkt schief. Und dann wollen wir mal ausmessen, wie schief jetzt unsere Wasserwaage das zeigt. Ich packe mal ein Klötzchen, ist ja 1 Meter lang, ein Klötzchen von 4 mm drunter. Das reicht noch nicht. Ein 11er könnte vielleicht sein, aber so viel ist es auf jeden Fall nicht. Also ungefähr 10 mm auf 1 Meter. Von einer Wohnungswand zur anderen über 10 cm Gefälle. Und ab 2 mm pro Meter wird bei vernünftiger Rechenweise dann entschädigt. Wir wohnen jetzt hier 12 Jahre in der Wohnung, haben die Küche, wie wir eingezogen sind, aufgebaut und ausgerichtet. Und jetzt fängt sie an, dass es sich schon wieder senkt. Also irgendwo ist tatsächlich noch Bewegung drin, dass ich jetzt beim Kochen tatsächlich merke, dass das Fett in der Pfanne auf die eine Seite läuft. Also teilweise merkt man hier tatsächlich auch die Erdbewegung, wenn sich was tut im Erdboden. Dass wir teilweise hier sitzen, man hat das Gefühl, es ist ein Erdbeben, weil es wackelt. Hausbesitzer bekommen von der RAG für Schieflagen eine Entschädigung. Herr Behrens demonstriert das gerne an einem selbstgebastelten Modell. 2 Brüder haben sich hier ein Haus gekauft. Jetzt kommt der Bergbau und legt das ganze Gelände schief. Das heißt, wir machen jetzt mal eine Schieflage da rein. Und jetzt geht das so, dass da berechnet wird, die Richtung, Schieflage in der einen Richtung, Schieflage in der Querrichtung und die Schieflage in der Diagonalen. Und aus diesen 3 Schieflagen wird ein Mittelwert berechnet. Und das führt dazu, dass derjenige, hier meinetwegen eine 1% Schieflagenentschädigung bekommt, 6.000 Euro. Und der Otto, oh, freut sich, kriege ich auch 6.000. Nee, sagt Irak, du kriegst gar nichts.
Und das liegt daran, weil dessen Haus mit der langen Seite in Richtung der Schieflage liegt und dessen Haus mit der kurzen Seite. Und das ist ja nicht nur ein Objekt, das sind ja Tausende, Zehn, Hunderttausende Objekte im ganzen Ruhrgebiet. Am Haus von Herrn Nolde. Er hat sein Ziel erreicht. Die Rasse wird jetzt nochmal von der RAG nochmal saniert. Ich wäre natürlich froh, wenn mir das einer jetzt garantieren könnte und sagen würde, wir sanieren noch einmal und dann haben sie für immer und alle Zeit Ruhe. Das wäre ein Traum. In 5 Jahren sitzen wir hier wieder. Die Messpunkte in seinem Garten hat er alle gefunden und mit Fähnchen markiert. Alles vorbereitet für den selbstbestellten Landvermesser. Diesen Aufwand bezahlt keiner. Das ist einfach, um überhaupt den Nachweis führen zu können, dass eben Schäden immer noch aufgrund des untertägigen Abbaus immer noch wieder bis zur Oberfläche durchdringen. Auch 9 Jahre nach Ende des Bergbaus. Und so lasse ich es erstmal, wie es ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann sagen kann, okay, jetzt ist es vielleicht wirklich mal über 5, 6 Jahre ohne Bewegung. Dann kann man sich natürlich überlegen, annehmen oder begradigen. Im Laufe der Woche kommt der Vermesser noch vorbei. Dann kann ich genaue Aussage treffen, um wie viele Zentimeter, Millimeter sich das im Vergleich zu der Vormessung wieder verändert hat. Und tatsächlich, wieder einmal wird festgestellt, mit seinem Garten geht es millimeterweise abwärts. Ganze Regionen wurden durch den Bergbau tiefer gelegt. Und zwar um viele Meter. Mein Name ist Andreas Fortmann, ich komme aus Dorsten-Altendorf, bin Landwirt und bewirtschafte einen Hof in der 4. Generation. Schon als Kind ist er hierauf, auf den Glockenturm der St. Agatha-Kirche. Wenn man früher auf diesen Kirchturm gestiegen ist, dann konnte man das Dorf Altendorf-Ulfkotte sehen und man konnte bis zu unserem Hof gucken. Und heute ist eben Altendorf-Ulfkotte so tief abgesackt, dass man es hinter den Bäumen nicht mehr sieht. Wenn man in Richtung der beiden Windräder sieht, kurz vor dem ersten Windrad, liegt unser Hof. Ja, der Hof ist seit 1862 im Familienbesitz und wir verwalten jetzt das Erbe der Väter oder verwalten eben das Erbe der kommenden Generation. Ich bin damit aufgewachsen. Es wurde laufend unter dem Hof abgebaut. Am bewusstesten wurde es einem, dass nachts, wenn man dann wach wurde, weil das Geschirr klapperte, ja. Wenn Risse auftreten, wenn sich Türen oder Fenster nicht mehr öffnen oder schließen lassen. Und ein Gebäude haben wir abgerissen, zweites wollen wir jetzt abreißen. Um 11 Meter hat sich der gesamte Hof gesenkt. Damit liegen seine Äcker jetzt näher am Grundwasser. Empfindlich auf das von unten drückende Wasser reagieren seine Erdbeeren. In der Erde gedeihen sie nicht mehr und wachsen jetzt in Kübeln. Ich sehe für den bodennahen Anbau auf unserem Standort auf den allermeisten Flächen keine Chance, weil einfach das Wasser zu hoch kommt. Wir haben diesen Standort und wir können nicht weglaufen. Wir wollen auch von diesem Standort nicht weglaufen. An den Flächen merkt man halt die Versumpfung. Man merkt die Schräglagen, die man auf den Flächen neu hat, wo sich dann Wasser sammelt und die Flächen nasser werden. Diese Flächen werden nicht innerhalb der nächsten Jahre wieder ihre Ertragsfähigkeit erlangen. Dabei wird bereits Wasser abgepumpt. Wir haben einen Bach, der die Hofflächen entwässert. Dieser Bach, der wird zurzeit gepumpt. Man möchte an diesem Bach die Pumpe ausstellen. Man möchte ihn so gestalten, dass er frei fließen kann. Und natürlich haben wir Angst, dass, wenn der Bach noch weiter aufgestaut wird, dass der Wasserdruck auf unsere Flächen und auf unsere Hofgebäude in Zukunft zunehmen wird. Links, wo der Schwan jetzt schwimmt, war eine Weide, auf der Kühe weideten. Die Versumpfung fing so vor 35, 40 Jahren an und ist ja auch schrittweise immer größer geworden. Viele Ökologen freuen sich, wenn Sumpflandschaften entstehen. Für uns ist das ein Schockzustand, wenn Flächen, die wir Jahrzehnte, Jahrhunderte lang als Familie, als unsere Existenzgrundlage angesehen haben, wenn die plötzlich hier vernässen und wir sie nicht mehr nutzen können. Jedes Jahr hat er Ernteausfälle. Dafür gibt es bis jetzt auch jedes Jahr eine Entschädigung von der RAG. Aber das soll sich ändern. Ja, da sind wir ja runtergekommen, ja? Mittlerweile drückt sich das Wasser, was hier aufgestaut wird,
was hier aus dieser ehemaligen Kuhweide einen Senkungssee gemacht hat, drückt sich entlang der Autobahntrasse bei uns in die Hochflächen hinein. Brauchen Sie ja bloß auf das nächste Starkregenereignis zu warten, dann haben Sie das Wasser auf dem Hof stehen. Wie kann ich auch dafür sorgen, dass das dann auch als Bergschaden anerkannt wird? Können Sie mir dabei Unterstützung anbieten? Ja, das müssen wir in die Politik tragen. Das muss bekannt werden. Das sind ja so, all so Sachen, die werden von der Politik ignoriert. Die Irak macht sie in Schlangenfuß. Und die Gefahren für Vorortmann, da heißt es hinterher, ja, das konnte man nicht wissen. Haben wir nicht geahnt. Also von daher möchten wir die Zeche gerne auch verpflichten, für ihre Schäden einzustehen, die auch in der kommenden Generation noch auftreten werden. Ja, das ist aber eben genau das Problem, dass die RAK-Stiftung eigentlich für solche Schäden gar nicht vorgesehen ist. Sein Schaden gilt nicht als Ewigkeitslast, auch wenn der Hof auf ewig tiefer liegen wird. Die RAG bietet nur eine Einmalzahlung. So, nach einem gesunden Menschenverstand würde ich sagen, das ist ganz schwierig da anzunehmen und ein großes Risiko. Vor allen Dingen, wenn Sie so einen Betrieb haben, der also über die Kinder dann auch noch lange Zukunft haben soll. Auch am Niederrhein ist eine ganze Landschaft abgesackt. Und weil der Rhein und das Grundwasser das Gelände bedrohen, wurde überlegt, es einfach absaufen zu lassen. Die beiden haben dagegen protestiert. Ist die einzige noch wirklich erhaltene Flussauenlandschaft, die landwirtschaftlich bearbeitet worden ist, mit Kopfbäumen, Heckenstrukturen. Das ist seit über 1000 Jahren hier so mit den kleinen Dörfern da drin. Auch der Deich, der vor Rheinhochwasser schützt, wurde durch den Bergbau abgesenkt. Ingo Höser ist ehrenamtlicher Deichgräf. Hans-Martin Seidel hat in der Verwaltung dafür gekämpft, dass von der RAG Geld fließt. Die Anwohner hätten sonst selbst zahlen müssen. Jetzt haben wir den Deich saniert. Die Rohkohle hat sich jetzt an den Sanierungskosten beteiligt. Und man geht von einer Standzeit eines Deiches von ungefähr 100 Jahren aus. Die Frage, die sich dann stellt, wenn dieser Deich in 100 Jahren noch mal saniert werden muss, erinnert sich noch jemand an die Situation, wie wir sie heute haben? Wenn die RAG früher ein wirtschaftliches Interesse hatte, Kohle abzubauen, dann wurden auch Dinge mit Geld geregelt. Also da wurde auch die Zustimmung dann derjenigen, von denen man Zustimmung brauchte, eben in Anführungszeichen erkauft. Und jetzt ist es eben so da, die RAG hat hier kein wirtschaftliches Interesse, die kann hier keine Kohle mehr abbauen, sondern die muss sich nur noch mit den Kosten auseinandersetzen. Und da wird auf jeden Cent, auf jeden Euro wird genau geguckt. Bis zu 7 Meter liegt die Landschaft heute tiefer. Ein Bach fließt deshalb rückwärts. Hier war früher ein Durchlass unter dem Deich, wo ein Bach in den Rhein floss. Und über diesen Bach ist das ganze Oberflächenwasser aus diesem ganzen Gebiet in den Rhein geflossen. Und durch die Bergsenkungen war das jetzt nicht mehr möglich. Das heißt, dieses Loch im Deich wurde geschlossen und stattdessen wurde ein Pumpwerk gebaut. Und wenn diese Pumpen eingestellt werden, würde dieses ganze Gebiet mehr oder weniger volllaufen. Und diese Landschaft wäre für immer verloren. Jenseits des Deiches kommt der gepumpte Bach an die Oberfläche. Das Pumpen gehört zu den Ewigkeitslasten und soll von der RAG-Stiftung bezahlt werden. Wenn man das jetzt abstellen würde, kann man sich vorstellen, es wird sicherlich eine ganze Zeit lang dauern, aber das Gebiet würde allmählich immer nasser werden, es würden Seen entstehen, es würden Teiche an verschiedenen Stellen entstehen, die wachsen dann mit der Zeit zusammen und über die Jahre werden die Bäume absterben, weil sie die Wurzeln nachher im Wasser haben und die ganze Landschaft würde sich verändern. Ewig pumpen aber kostet unendlich viel Geld. Geld, das eingespart werden könnte. Es gab mal die Diskussion unter dem Gesichtspunkt, dass man gesagt hat, naja, es könnte ja auch eine neue Wasserlandschaft entstehen. Und hier ist dann die Entscheidung getroffen worden, dieses Gebiet zu erhalten. Die Deiche an der Emscher in Essen. Auch hier hat sich das Gebiet rechts und links des Flusses weit abgesenkt. Dort ist es durch den Abbau zu Bergsenkungen gekommen, die mitunter 20, 25 und 30 Meter betragen. Und es gibt große Flächen in den Einzugsgebieten von Emscher und Lippe, die gepumpt werden müssen. Der Fachmann spricht von Polderung. Sonst würde sich in diesen Flächen freie Wasserflächen bilden. Und deswegen betreiben wir diese Ewigkeitsaufgabe der Polderung. Dies ist nur eines von über 130 Pumpwerken entlang der Emscher.
Sie laufen rund um die Uhr. 900 Liter die Sekunde werden derzeit. Genau, fahren wir im Moment. 900 ja. Liter, ja. Was würde passieren, wenn ich die Anlage jetzt hier ausschalte? Wir können es durchaus simulieren. Wir nehmen die einfach mal in Hand. Verrückt. Pumpe aus. Pumpe aus. Dann haben wir erstmal Ruhe. Und jetzt fängt das Wasser an zu steigen. In den Poldergebieten werden jedes Jahr gut 850 Millionen Kubikmeter Wasser gepumpt. Und all das, was ich nicht mehr an Wasser pumpen muss, spart in letzter Konsequenz Geld. Und das kann ich anderswo sinnvoller einsetzen. Das passiert, wenn wir die Pumpen abschalten. Und da wird das Wasser dann sukzessive ansteigen, wenn wir alle Pumpwerke abschalten würden, würde dann irgendwann über das Kanalnetz auch die Keller füllen. Das wäre der erste Punkt, dann würde es immer weiter steigen und sukzessive würde das Wasser dann an den Kanaldeckeln austreten und sich eine Seenplatte bilden, wenn man so will. Ganz schnell würde das gehen. Darüber nachzudenken, muss ich auf Dauer alle Poldergebiete frei vom Wasser halten, wird in letzter Konsequenz eine ökonomische Entscheidung sein. Und aus Sicht der Wissenschaft plädiere ich dafür, das durchaus denken zu dürfen. Absaufen lassen oder bis in alle Ewigkeit pumpen. Wir reden immer über Ewigkeitskosten, wobei Ewigkeit ein Zeitraum ist, den keiner definieren kann. Ich glaube nicht, dass wir in 5.000 oder 10.000 Jahren hier noch pumpen werden. Ich kann mir vorstellen, dass das so kommen wird. Die Angst besteht. Nur die Frage ist, wann wird es gemacht werden und wie geht man mit den Leuten und den Betrieben um, die in einem solchen Gebiet liegen, was vom Abschalten der Pumpen betroffen sein wird. 70 Millionen Euro pro Jahr kostet es, die Bergsenkungsgebiete trocken zu halten. So sehe es sonst am Niederrhein aus. Das wäre jetzt die Situation, wenn die Pumpen abgeschaltet werden, dann bräuchten wir eben alle Boote. Wir wollen nicht hoffen, dass diese Situation jemals eintritt. Niemand denkt zurzeit darüber nach, alle Pumpen abzuschalten. Denn dann müsste die Landkarte des Ruhrgebietes umgezeichnet werden. Sämtliche vom Bergbau abgesenkten Poldergebiete würden volllaufen. Das Resultat wäre diese westfälische Seenplatte. Für 5 Millionen Einwohner wird es dann eng im Revier. Aber vielleicht wollen in alle Ewigkeit ja gar nicht mehr so viele Menschen hier leben. Wer weiß das schon? Die Alternative? Ewig pumpen. Und ewig ist ein großes Wort. Ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, Ewigkeit ist 25 Jahre. Danach wird sowieso alles neu gedacht. Pumpen auf Dauer ist keine Lösung. Und wir arbeiten an Lösungen. Und wenn die in letzter Konsequenz so aussehen, dann ist das nicht schön. Aber es stellt eine denkbare Variante durchaus dar. Aber nichts, was irgendeiner zum jetzigen Zeitpunkt will. Was ich mir wünschen würde, dass wir diese Denkverbote aufheben, die Aufgaben anpacken und an sinnvollen Lösungen arbeiten.